Vize-Weltmeister gegen Vize-Weltmeister. Und ihr musstet gewinnen gegen Doppler Horst, habt das auch geschafft. Aber wie war es, diesmal gegen das starke Heimpublikum zu spielen und Doppler Horst? Ja, Doppler Horst sind seit Jahren Weltklasse auf der Tour unterwegs. Hier in Wien in der Regel noch mal einen Ticken stärker, eben durch das Heimpublikum im Rücken. Wir haben es in Hamburg gemerkt, was so ein Heimpublikum ausmachen kann. Ich glaube, das ist Werbung für das Beachvolleyball, hier volle Tribünen. Super Atmosphäre, ob das jetzt in Hamburg war, ob das hier war. Ich glaube, so soll es sein. Und ja, war mega cool, hier zu spielen. Und war es wichtig für euch, das in zwei Sätzen zuzumachen? Auch mit dem Gedanken, dass dann Österreich vielleicht nochmal zurückkommt mit dem Publikum im Rücken? Ich glaube, man hat es gesehen. Die Österreicher kamen die ganze Zeit zurück. Ersten Satz 13-8 geführt, zweiten Satz 12-9 geführt und die beiden haben nie aufgehört. Haben sehr viel riskiert im Aufschlag. Bin sehr froh, dass Clemens im zweiten Satz so viele Bälle sich da hinten in der Abwehr geholt hat. Ich glaube, das war am Ende entscheidend, dass wir so viel Breakdruck kontinuierlich hatten und eigentlich an jedem Ball dran waren. Ja, es war super schwer, weil die beiden so lange den Druck aufrechterhalten haben und freuen uns jetzt aber extrem, dass wir gewonnen haben. Wir haben uns ja nach der WM dann nicht mehr gesehen, in den Start seid ihr nicht angetreten. Wie waren denn jetzt die Tage nach dieser Wahnsinns-WM? Seid ihr auch schon mal zur Ruhe gekommen und habt es realisiert? Ja, nachdem wir Start abmelden mussten, haben wir 3 Tage Pause gemacht, da ein bisschen kürzer getreten, dann wieder ins Training eingestiegen. Waren dann in Espinho vor 2 Wochen. Letzte Woche haben wir nochmal eine Trainingswoche eingelegt, um jetzt für die nächsten 3 Turniere fit zu sein. Jetzt kommen noch nächste Woche die EM, danach Moskau. Also stehen noch einige große Turniere an, für die wollten wir uns fit machen. Ja genau, jetzt haben wir morgen hier noch ein paar schöne Spiele hoffentlich mehr als eins. Ja, da geht es wieder anzugreifen. Gut, dann gute Erholung und morgen alles Gute und vielleicht wieder im großen Stadion. Geh mit dem Publikum diesmal vielleicht. Mal gucken. Ja, der Clemens hat echt verkackt. Also hat er eine Ansage gemacht, dass in Hamburg schöner ist hier in meinem Stadion. Also ich wollte es nicht ansprechen, aber du hattest gesagt, das ist das zweitbeste Stadion hier. Die Blocker sind einfach die Strategen im Team. Und die Abwehrspieler, die ehrlichen Menschen. Clemens holt die Abwehrbälle und danach sollte er... Ah ja. Aber diesmal habt ihr, ach, nach dem WM kriegt ihr jetzt auch gleich in der Poolphase schon was zu essen, weil keine Bananen, nichts zu essen, das erste Interview. Ja, du bist diesmal auch nicht der 12., sondern der 2. Deswegen haben wir noch nicht ganz so viel Hunger wie sonst. Das ist auch der Vorteil, wenn man nicht in Hamburg ist. Also, dann danke und alles Gute für die nächsten Tage. Danke.